der Sportnews. Jack ist heute zu Gast in Gröden im Braniewes-Stadion in Wolkenstein, der Heimstätte des HC Gardena. Dort hat es in den letzten Wochen und Monaten einen Umbruch in der Mannschaft gegeben. Bei mir ist Max Oberrauch einer der zwei Neuzugänge vom HC Pustertal. Ja, der stärkste Eishockeyspieler beim HC Gröden, muss ich sagen, der Brett McGowan. Ich glaube, er war vorher so MVP und man sieht schon, dass er es drauf hat und ich hoffe, dass er es weitermacht. Der stärkste Neuzugang in meinen Augen ist der Colin Furlong. Also er hat in den letzten Jahren in Bruneck schon bewiesen, dass er Spiele entscheiden kann. Und das wird er heute sicher weiterhin so machen. Durchschlagen, nehmen wir mal den Patrick Knocker, weil gesehen, dass er gibt allem 100% und kann auch ganz schön hart zuschlagen. Ich glaube, wir kennen da alle, wir sind eigentlich alle richtig motiviert und schauen ein bisschen was zu machen. Und von Schießen her und alles sind wir gut benannt. Ja, die Mannschaftskasse SM wäre in Selva Michael müssen sagen, weil bei SM weiß man nie ganz genau, was passiert oder was aufhört. Das letzte Mal haben wir ein bisschen eine schwache Mannschaftskasse gehabt, aber man tut es ja gerne für die Mannschaft, nicht bis zum Schluss. Ah, im Kraftraum, wenn der Christian Wieleit, würde ich mal sagen, wenn er zeitlich kommt, in selten noch gesehen, dass er so viele Push-Ups macht. Ja, die 10 Tage, seit ich da bin, da muss ich sagen, der Tobias Rocco Moroder, der Sell ist für mich der Influencer, der ist andauernd am Telefon, sei es Tinder, Instagram, Snapchat, und ich denke, der Sell ist der erste Influencer von der Mannschaft. Ich gehöre zur jüngeren Seite der Mannschaft, logischerweise kenne ich mich da vielleicht mehr aus und bin aktiver auf den Seiten. Als Influencer darf ich mich jetzt nicht bezeichnen von der Mannschaft, aber wenn der Max das gesagt hat, dann wird es schon stimmen. Zu jedem Sportnews-Check gehört natürlich auch die Sportnews-Challenge. Max, wer ist der beste Skater im Team? Ja, als besten Skater habe ich Matteo Luisetti ausgesucht, weil ich mir denke, er hat mich die letzten 10 Tage mit seiner Schnelligkeit also überzeugt und deswegen habe ich ihn ausgesucht. Und das schauen wir jetzt ins Ohr. 3, 2, 1, los geht's!